Ich mal wieder. Ich habe mir heute mal wieder die Bild geholt. Ach was, es gibt ja kaum noch Zeitungen. Und da steht drin, Bild sagt, sofort passieren muss. Masken für die Massen produzieren. Also Mundschutzmasken. Ne? Mein Kind hat sich heute eine gebastelt. Guckt mal. Sieht so ganz niedlich. Hat so gut gemacht aus Küchentücher. Ist so heute mit rumgelaufen. Ich habe mir erstmal ein Tuch so vor der Dings gemacht, weil bei mir hält das mit den Gummis nicht an den Ohren. Das rutscht immer ab. Ich muss mir erstmal so eine Küchengummis holen. So, was steht noch drinne? Risikogruppen besonders schützen. Alte und Vorerkrankte, aber auch medizinisches Personal brauchen am besten Schutz. Nationen Ausverkauf schützen. Corona-Helden stärken. Kanzlerin Merkel will jeden Tag zum Volk sprechen, muss jeden Tag zum Volk sprechen. So, Corona-Kriminalität. Oh je, Omini. Oh je, Omini. Exit-Debatte. Todesfalle. Altersheim. Oh ja, mit dem Covid-Tranken, wie es jetzt aussieht. Sind schon mehr geworden. Es darf keinen Krieg um die Masken geben. Bastelt euch selber welche. Wir machen das jetzt auch. So. Nur hier lässt man mich im Stich. Polizei jagt Corona-Raser. Mal, hier ist ja was los. Hier ist ja was los. Das von Hamburg, die Zeitung jetzt hier. So will dieser Arzt deutsche Corona besiegen. Christoph Spinner, 35, verabreicht Infizierten seit einer Woche Ebola-Medikament. Aha. Aha. So, hier zeigt Lasche, wie man eine Maske nicht trägt. So trägt man sie natürlich nicht. So trägt man sie. So trägt man sie, aber so trägt man sie nicht. Mir wurde wegen Corona gekündigt. Was soll ich tun? Tja. Es wird hier noch lustig werden. So. Dann haben wir hier dann noch. Dann haben wir noch. Stauben Sie beim Cash richtig ab. Paketbote 33 stirbt bei Paketzustellung. Oh je, meine. Auto stürzt den Hang hinab. Wie ist mit Corona-Zeiten schwanger zu sein? Tja, ich würde mal eine Maske tragen, liebe Mama. Zum Schutz. Ich sehe hier auch viele schwangere Lerchen rumlaufen und die tragen auch keine Masken und keine Handschuhe. Und ich finde, da muss man sich ja gerade schützen, weil man da gerade sehr anfällig ist. Da sind die Immunkräfte gerade nicht so stark. Aber was geht mich das an? Wir machen das und wenn andere das nicht machen, ist es so. Und ich hoffe, wenn das wirklich so ist, dass alle die Masken tragen müssen, dass die dann auch belangt werden, demjenigen, die sie nicht tragen. Sonst gibt es welche, die tragen sie und welche, die sagen dann, oh, ich habe keine Lust. Ich setze doch hier jetzt keine Maske auf, was soll das denn? Und ich denke, gerade die älteren Bürger, ich bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste, ne? So jung bin ich ja auch nicht mehr, sollten schon so eine Masken tragen, die immunschwach sind und die viel husten und schnupfen. Also bei denen ist es ganz wichtig. Ja, so. Also heute steht nicht viel drin. Ach Mensch, das ist auch wieder alles so ein Humbug, was da wieder drin steht. Nur 10% Schauspieler können von ihrem Beruf leben. Siehst du wohl. Ach du heiliger Strohsack, was ist denn hier los? So, heute gibt es eiskalte Bäckchen. Die neuen Triller. Jetzt eiskalt zugreifen. So. Ja. Gut. Ja, dann bastelt euch mal schön alle Masken. Und dann guckt mal, dass ihr das hinkriegt. Wir wünschen euch viel Gesundheit.